Morgen, die Sonne scheint. Was gibt's Schöneres, als bunte Farben anzumischen? Hier siehst du tolle Violetttöne. Und die habe ich schon gemischt, denn ich bin mit dem Fahrrad heute hierher gefahren und habe so viele Farbtöne gesehen. Also gerade die Pinktöne finde ich total schön hier. Ja, also schauen wir uns nochmal an. Also ein paar Farbtöne habe ich jetzt hier, ein paar Pinktöne, Blautöne. Und ja, jetzt mischen wir aber trotzdem nochmal auf der Leinwand. Das Mischen von Farben finde ich immer wieder interessant und ist immer wieder anders. Nehmen wir nochmal ein bisschen Magenta zu dem Blau und mischen das mal ineinander. Verändert sich auch wieder der Farbton. Wären tolle Violetttöne. Du kannst hier so schöne Farbübergänge sehen, so tolle leuchtende Violetttöne. Ja, und jetzt haben wir das gemacht. Jetzt nehmen wir einfach nochmal wieder Weiß dazu und mischen mal so einen Fliederfarbton an. Der Flieder blüht nämlich bei uns schon, das finde ich voll schön. Können auch den Farbton wieder beliebig abändern und wieder mehr ins Blau bringen oder mehr ins Rot bringen, wie du willst. Wow, was für eine schöne Farbe. Also ja, die Farbe nur zu mischen, ist gar nicht so einfach. Und so haben wir halt eine ähnliche Farbe, aber eben ja, ein bisschen anders ist und leuchtet ein bisschen mehr. Noch eine Farbe, die ich vorher gemischt habe, setze die einfach da dran und dann lasse ich es mal trocknen. Ja, wie geht's weiter? Ich nehme erstmal einen Pinsel und Palettenmesser kann ich wahrscheinlich gebrauchen. Nee, ich mache es anders. Ich hatte erst was überlegt, aber jetzt mache ich das doch anders. Ich möchte Strand. Ich wechsle mal kurz ans Meer, aber ich will kein Meer heute malen. Ich möchte heute Blumen haben, ja, auch die Farben vor allen Dingen. Das ist eigentlich viel mehr. Mich immer so ein paar Blattformen weg oder überhaupt so Formen. Ja, mit dem Werkzeug geht es nicht so gut. Dann einfach mal wechseln, ein anderes Werkzeug ausprobieren. Ich liebe diese Bucamuilla am Strand. Diese pinken, schönen Blumen, die habe ich auch schon oft in Orange gesehen oder in Blau. Also ganz viele schöne Farbtöne hat die. Und ja, die ist jetzt nur für mich im Hinterkopf und am Strand. Ja, ist so das. Ein Weg da längs. Das mag ich gerne, so ein Strauß, der da so am Strand wächst. Ja, daran halte ich jetzt aber nicht fest. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Kamm. Auch wieder wechseln. Also ich kann jetzt auch wieder mich auf so eine Wiese legen und diese Gräser wippeln da so im Wind längs. Also ja, lasse ich eben einfach meine Fantasie wieder freien Lauf. So, jetzt haben wir uns das so angelegt und jetzt überlege ich gerade, was für ein Werkzeug ich nehme. Eigentlich habe ich hier gar nicht so das richtige Werkzeug dabei. Mich vorhin schon gesucht und nicht gefunden. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal, warte mal.
Nee, die sind alle zu spitz. Ich brauche eine andere Spitze. Die muss flacher sein. Nehme ich den jetzt doch einfach. Das sind Entscheidungen. Warte mal kurz. Sollte das jetzt auch funktionieren? Gehe ich mal von aus. Und jetzt kann ich hier genau ganz, ganz einfach auch die Übergänge kaschieren und eben eine ganz besondere eigene Art der Malerei eben fortführen. Ja, so kannst du hier, okay, auch Tropfen hinmalen. Ja, also mit dem Werkzeug geht das sehr, sehr schön. Macht total Spaß gerade. Jetzt hatte ich heute doch noch einen Spaziergang am Strand, wo die schönen Blumen wachsen. Und habe hier tolle Pinktöne, schöne Sandtöne, tolle Muster drin. Und das trocknet jetzt erstmal ab. Das dauert einen Moment. Ich föhne jetzt auch nicht mehr, sondern mal gucken, vielleicht kann ich das gleich in die Sonne legen. Und dann trocknet das da ein bisschen. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben, nimmst einfach die Farbtöne, die du magst und machst einfach. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Das Video kennst du schon, das ist schon im Kanal. Und hier war es eben, ja, auch eine tolle Inspiration. Vielleicht hast du den Blogartikel gelesen und vielleicht sogar mein Newsletter abonniert. Da schreibe ich ja immer mal auch ein bisschen was zu den Hintergründen hinein oder ja, andere Tipps nochmal. Das kennst du auch da hinten. Das ist, finde ich, auch total schön mit dem Kaffee gemalt. Ja, wenn die Sonne scheint, sehen die Farben auch alle nochmal schöner aus, finde ich. Also, hab einen schönen Sonntag. Mach's gut! Die Werkzeuge gerade sauber gemacht und mir einen Kaffee aufgesetzt. Den werde ich gleich trinken.
Und zwar hier draußen. Und dabei schaue ich dem Bild beim Trocknen zu. Genau, hier habe ich nämlich schon einen Tisch hingestellt. Ja, der Baum, der hat auch schon Blätter bekommen jetzt. Ist noch ein bisschen frisch gerade. Aber trotzdem, es blüht schon mal ein bisschen was. Und ja, das andere gibt sich hier noch, wenn es ein bisschen wärmer ist. Jetzt kann ich mir das dabei angucken und meinen Kaffee trinken. Ich habe vorhin auch schon immer die Amsel gehört. Die zwitschert hier schon die ganze Zeit. Auch warum ich die Amsel gehört habe. Hier oben nistet sie wieder, genauso wie letztes Jahr. Also ich freue mich drauf. Ja, ich bin gespannt. Ich habe eben beim Kaffeetrinken gedacht, ah Mensch, komm hier, kannst du noch mal den Sandton draufsetzen? Und das macht halt richtig Laune. Du kennst auch das Bild, wo ich nur so gearbeitet habe. Also man kann so unterschiedlich damit arbeiten. Ich stell dir wieder einen Link unter das Video. In dem Video habe ich dir heute nochmal so eine andere Alternative von floralen Motiv gezeigt, sehr abstrakt und dazu eben diese Kombination ganz flach und plan arbeiten über die Schichten. Das mag ich total gerne und da kann man eben gerade als Anfänger sich gut drin ausprobieren. Also mach das ruhig, nutze das, was du da hast und ja, hol dir die Natur wieder ins Haus oder geh auch noch mal raus, guck dir die ganzen Farben an. Da sind so viele Inspirationen, was Farbtöne angeht. Also das ist sehr, sehr schön gerade. Viel Spaß dabei. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.